Hallo, hallo, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Hier sprechen wir über Manifestation, wie du durch deinen richtigen Seinszustand, durch dein richtiges Denken genau das manifestierst, was du dir wünschst. Wir sind alle unendliche Wesen. Einzig und allein sind wir Energie, wenn wir aufhören, in Materie zu denken. Und wenn wir beginnen, in Energie zu denken, dann können wir alles in Materie umwandeln, was wir uns wünschen. Es ist wirklich wichtig. Hier geht es auch vor allem in diesem Video darum, dass du verstehst, dass es nicht um Mindset geht und dass es nicht um deinen Mindset geht, sondern dass es um dein Selbstkonzept geht, dass es darum geht, was du erkennst, wer du wirklich bist, dass es tatsächlich darum geht, dass du verstehst, wie das Universum funktioniert. Das heißt, die Energie funktioniert. Unser Universum ist ein energetisches Universum und wir spielen hier mit Energie. Und diese Energie, die ist absolut bedingungslos, die folgt dir. Also das ist dein Pushed Out. Ich beziehe mich da immer auf Neville Goddard. Everyone and everything is you pushed out. Warum? Weil ich ein energetisches Wesen bin und Energie generiere. Und so generiere ich eben auch die Energie von meinem Ich Bin. Wer ich bin, von meiner sogenannten Persönlichkeit, von dem, wie ich mich selber sehe. Und zwar nicht, weil ich aus einer Familie komme, nicht, weil ich eine Ausbildung gemacht habe, nicht, weil ich die und die Erfahrungen gemacht habe, sondern weil ich die Kraft, die Macht und die Verpflichtung habe, mich als dieses divine, designte, göttliche Wesen zu erkennen, das eben Energie ist, ohne Bedingungen, Bedeutungen, Annahmen und Rückschlüsse. Und damit werde ich absolut komplett frei. Frei von allen Paradigmen, frei von allen Vorstellungen, frei von allen Einschränkungen. Und das ist der einzige Weg, der mich dazu bringt, ein Leben zu leben, das ich mir vorstelle, das mir Spaß macht. Das ist der einzige Weg, Beziehungen zu leben, Freundschaften zu leben, Verbindungen mit Menschen zu leben, erleben, die mir gefallen. Das ist der einzige Weg, ein Business zu haben, ein Business zu leben, ein Business zu erleben, das mich begeistert, weil auch mein Business ist me pushed out. Mein Business, das, was ich in meinem Business zeige, was ich präsentiere, nicht äußerlich, das heißt, nicht was ich anziehe, nicht was ich für Büros habe, nicht was ich für eine Strategie habe, sondern wer ich bin. Denn ich bin mein Business. Und der Trend ist so groß nach Personal Branding und so weiter und so fort. Aber auch hier wird meistens das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt. Personal Branding, wie will ich meinen Wunsch darstellen? Und dann kriege ich ein ganz tolles Branding, dann kriege ich ein wunderschönes Logo, dann kriege ich tolle Fotos, das ist alles wunderbar. Aber ich muss es gleichzeitig schaffen, diesen Wunsch, dieses Selbstkonzept, diese Wunsch-Identity von mir und von meinem Business mit einer absolut bedingungslosen Energie zu füllen, hinter der ich stehe, wo ich auch sagen kann, ja, das bin ich. Das ist nicht irgendwie mein Kleid, das Kleid meines Business, das ist nicht meine Klamotte, meine teure Klamotte, sondern das bin ich in all meinen Gedanken, in all meinen Ansichten, in all meinen Perspektiven, in all meinen Rückschlüssen auf mich, in all meinen Rückschlüssen auf die Welt. Und das ist der entscheidende Schritt, der das Business zu dem macht, dass es dir wirklich Spaß macht, wo du nicht mehr Angst hast, dass du irgendeinen Fehler machen könntest, zu wenig Kunden haben könntest, zu wenig Anerkennung, zu wenig Geld haben könntest, dass es dir an irgendetwas fehlen könnte, dass du immer weiter
noch dieser Aspekt mitträgst, ich muss immer weiter wachsen, ich muss expandieren, ich muss größer werden. Die wahre Perspektive ist, ich bin schon so groß. Ich bin schon das ganze Universum. Ich bin mein Universum. Ich muss es nur erkennen. Und dieser Erkenntnisprozess, der ist noch in absolut mini-mini-Kinderschuhen, in den groß gesprochenen Paradigmen der Coaching-Welt, der Persönlichkeitsentwicklung, des Business-Coachings. Aber es ist der einzige Prozess, der dich wirklich nachhaltig dorthin bringt, wo du leben möchtest. Und nicht an einen Punkt, sondern in eine Energie, in einen Seinszustand. Und zu diesem Seinszustand gehören so viel fantastische Aspekte unseres Lebens, die du erleben willst und darfst und sollst. Ganz, ganz tolle Reisen, ganz, ganz tolle Klamotten, ganz, ganz tolle Begegnungen, ganz, ganz tolle Liebesnächte, ganz, ganz tolle Liebesbeziehungen. Alles, alles, was nur möglich ist, von dem du noch nicht mal weißt, dass das möglich ist oder dass du das haben möchtest. Und das steckt alles in dir, das steckt alles da drin. Aber es steckt eben nur da drin, wenn du alles wegräumst. Wenn du alles wegräumst, wo du glaubst, was du noch machen müsstest, was du noch sein müsstest, was du noch werden müsstest, was du noch erreichen müsstest, was du noch im Außen dokumentieren müsstest, sondern alles zu dir nimmst. Alles zu dir nimmst. In dem Sinne, es ist eh schon da, aber ich nehme es jetzt an. Gesetz der Annahme. Ich nehme das jetzt an, dass ich diese Person bin, weil ich kenne das Gesetz der Annahme. Ich kenne das Prinzip des Universums. Ich weiß, dass nichts außerhalb von mir entstehen kann und dass ich alles bin und dass jede Annahme mich ausmacht. Dass jede Ansicht mich ausmacht. Und da muss ich wahnsinnig aufräumen, dass ich erkenne, welche Annahmen ich noch aus Angst und aus Furcht und aus alten Erfahrungen noch in mir trage, die aber nicht dem dienlich sind, was ich leben und erleben möchte, was ich darstellen möchte. Wenn ich eine Annahme habe, dass ich irgendwo, das ist immer die Basic dahinter, dass ich irgendwo und irgendwie und auf irgendeine Art und Weise nicht gut genug sein könnte für das, was ich möchte, für das, was ich in die Welt tragen möchte, für das, was ich bewirken möchte, für das, was ich erleben möchte mit anderen Menschen an anderen Orten, dann wird die Energie nicht da sein. Dann werde ich es nicht sein, dann werde ich diese Person nicht sein. Und genau das ist mein Job. Nicht krampfhaft einen Mindset-Shift zu machen oder Mindset zu klauen oder in die Energie von anderen zu gehen, das hilft mir alles nur bedingt. Aber ich muss es selber sein. Ich muss es selber sein. Immer wieder selber ich. Nur ich bin das. Und das ist so ein Game-Changer. Plötzlich funktioniert alles, plötzlich macht alles Spaß, plötzlich wird alles leicht, plötzlich wird der Körper leicht. Plötzlich werden Beziehungen leicht, plötzlich ist keine Schwere mehr da. Und du kennst es selber, wenn du diese Schwere in dir fühlst und andere siehst, wie sie eine Schwere mit sich herumtragen. Das ist diese Schwere, das ist dieses, ich nenne es Human Design, menschlich Design, Ego Design, Mangel Design Kleid, dass mir immer wieder diese schweren Gedanken, diese angstvollen Gedanken, diese sorgvollen Gedanken, diese einschränkenden Gedanken, diese unterdrückenden Ansichten reinspult, die nicht stimmen. Weil es kann nicht stimmen, wenn ich verstehe, wie Energie ist. Energie ist so das Simpelste. Ja oder nein, an oder aus. Es ist absolut simpel. Energie hat keine Gedanken, hat keine Zusammenhänge, hat keine Rückschlüsse, braucht keine Erlaubnisgeber. Energie wartet auf dein Kommando. Energie wartet darauf, dass du sagst, wie sie sich erfüllen soll, wie sie sich ausdrücken soll, die Energie. Aber das kannst du nur aus diesem Standing heraus, dass du sagst, ich bin dieses
Divine Design Selbstkonzept, ich habe diese Kraft und ich habe diese Power und ich erkenne es. Und das muss alles, dein Verstand muss das lernen, indem du eben Analysen machst, indem du Assessments machst, indem du eben diesen logischen Denker erklärst, schau mal, dieses Prinzip des Lebens hat immer schon gewirkt. Du hast noch nie Dinge bekommen oder nicht bekommen, weil du das wolltest oder nicht wolltest, sondern weil du hast es immer nicht bekommen, weil du dachtest, ich bin es nicht, es steht mir nicht zu oder vielleicht habe ich noch irgendeinen Mangel. Deswegen sind die Dinge nicht gekommen in deinem Leben, deswegen haben die Dinge nicht funktioniert, weil du dir nicht vorstellen konntest, dass irgendjemand wirklich kauft oder dass ganz, ganz viele wirklich kaufen bei dir. Oder dass ganz, ganz viele dich toll finden oder dass, ja, dass du das Zentrum des Lebens bist. Weil wir werden anders konditioniert und wir müssen das durchschauen. Wir müssen durchschauen, dass wir tatsächlich der Lüge aufsetzen, dass wir unsere Konditionierung sind. Und dass diese Konditionierung einfach nur immer wieder gezeigt wird in dieser Gesellschaft und dass ich mich einfach umkonditionieren kann, weil in Wahrheit bin ich ja noch nie meine Konditionierung gewesen. In Wahrheit war ich immer ein göttliches Wesen, absolut rein und perfekt, als ich hier auf die Welt kam. Und dann plötzlich wurde mein Denken konditioniert, mein Denken, meine Ansichten habe ich angenommen. Ist ja auch völlig egal, auf jeden Fall bin ich einem fehlerhaften Selbstkonzept aufgesessen. Und dieses fehlerhafte Selbstkonzept zeigt mir es immer wieder im Außen, was ich über mich denke. Und das Geilste ist eben diese ganze SP-Geschichte, diese Special Person, diese Beziehungsgeschichte und Seelenpartner, Dualseelen. Oh, Ladies, so viele Frauen sind auf diesem Trip, auf diesem Beziehungscoachings-Trip und vor allem so viele Frauen, die wirklich gutes Business haben, die tolle Sachen machen und doch ist immer noch das Gefühl da, ich muss mehr machen und irgendwas stimmt mit mir nicht. Und jetzt bin ich zwar hier voll Business erfolgreich und ich sehe mich auch und ich grinde und ich mache und ich tue und komme zurecht in der Welt und habe meinen Platz mir erkämpft. Aber innerlich fühle ich mich immer noch wie ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen im Frauenkörper, das kämpfen muss im Außen. Ein kleines Mädchen im Frauenkörper, das wartet, bis man ihr sagt, wie gut sie ist. Das wartet, dass sie gut genug ist. Und selbst wenn du sagst, nö, das mache ich schon lange nicht mehr. Boah, nee, das mache ich doch nicht. Ich weiß genau, wer ich bin und ich kenne meine Position und ich kenne mein Bankkonto und ich habe das Haus und ich habe das und ich habe Kinder großgezogen und so weiter und so fort. Und das ist alles dieser sogenannte Ego-Mind, dieser konditionierte Mind, der immer wieder sagt, der dir sagt, ja, aber das und deswegen bin ich doch gut und das habe ich alles schon geschafft und das habe ich ja alles schon hingekriegt. Aber tief, tief, tief in dir drinne ist da noch eine kleine Stimme, ein kleines Mädchen. Das ist ja dieses Innerkind-Geheile-Zeugs, was da immer wieder gemacht wird, ohne zu verstehen, dass du, es geht nicht darum, dass du ein inneres Kind heilst, sondern dass du eine erwachsene Person wirst, eine erwachsene Person. Das heißt nicht erwachsen, groß, alt oder was weiß ich nicht was, sondern das heißt rausgewachsen aus dem Bullshit, der dir erzählt worden ist. Rausgewachsen aus den Annahmen, Rückschlüssen, wie die Welt dich sieht, weil du das und das gemacht hast, weil du dich so und so anziehst, weil du dich so und so präsentierst, dass du dir erlaubst, rauszuwachsen aus all dieser engen, aus dieser ganzen engen Matrix, weil du erkennst, ich bin doch nur Energie. Und Energie, die kommt aus meinen Gedanken, aus meinem Kopf. Und all das, was da draußen ist, ist durch mich entstanden. Das heißt, durch mein Denken, durch das, was ich gesehen habe, das, was ich in den anderen gesehen habe, was ich über die anderen gemeint habe, was ich über meine Kunden meine, ist das, was meine Kunden sind. Völlig egal, wie sie sich bei anderen Leuten gezeigt haben oder für andere Leute Kunden waren. Hier geht es nicht darum, einen Avatar zu finden, der außerhalb von dir ist, sondern zu erkennen, dass der Avatar, mit dem du arbeitest, in den klassischen Business Coachings, das ist, was du sehen kannst. Und nicht
das ist, was du sehen möchtest, wenn du nicht sehen kannst, dass die Leute dich wollen, wenn du nicht sehen kannst, dass du wertvoll bist, dass deine Arbeit wertvoll ist, dass dein Business wertvoll ist, dass deine Message wertvoll ist, dann kann es dein Avatar auch nicht sehen und dann kannst du dir Avatare basteln, so viel du willst. Du wirst ihn immer wieder deinen Kunden, dein Kundenavatar auf den Podest stellen, genauso wie du deinen SP auf den Podest stellst und meinst, er sei dein Heiler. Und für deinen Kunden, weil das, du weißt, wie das geht und dann kannst du dich upgrinden und dann kannst du deinem Kunden alles liefern und overdelivern und super tolle Preise machen und dich billig verkaufen und was weiß ich nicht was, damit dein Kunde zufrieden ist. Und gleichzeitig hast du aber einen SP, bei dem es funktioniert halt nicht. Weil du es dir da gar nicht erlaubst, weil du eben einen ganz anderen Ansatz hast, einen ganz anderen annehmen Rückschlüsse, wie du halt mit Männern sein musst. So, und jetzt haben wir hier Männer oder Frauen, wenn du ein Mann bist, und Business. Und das Ding ist, du behandelst beide verschieden und eins, du bist für beide ein verschiedener Mensch, eine verschiedene Energie, eine verschiedene Person. Aber genau da ist einfach dieser absolut große Fehler. Du bist der oder die eine. Der oder die eine, du bist nicht viele. Du kannst nicht für deine Eltern jemand sein, für jemand anders, für deinen Freund, für deinen Partner jemand sein und in deinem Business jemand sein. Damit kommst du in Teufelsküche und du kommst nie raus, weil du die ganze Zeit denkst, bin ich jetzt die Richtige? Bin ich jetzt der Richtige? Habe ich es jetzt richtig gemacht? Und das Einzige ist, du kommst zurück zu deinem Divine Design Selbstkonzept. Und du weißt, dass dein Business dein Push-Out ist, das, was du sehen kannst, was du generierst, was du kreierst, deine Kunden, dein Liebhaber, deine Familie. Du stehst da wie eine Eins. Du bist die Eins. Du bist the one and only. Du bist nur eine. Und genauso wie du bist in dieser einen, egal ob du das aus verschiedenen Perspektiven siehst, wird dein ganzes Leben sich zeigen, dir begegnen, werden Menschen dir begegnen, Kunden dir begegnen, wird Geld dir begegnen, werden Reisen dir begegnen, wird die Verkäuferin im Edeka oder so dir begegnen. Egal wie multidimensional du dich zusammensetzt, es ist alles du, ein Teil von dir. Und einmal ist er besser, einmal ist er schlechter und so weiter und so fort. Du bist absolut unstabil und kriegst unstabile Ergebnisse aus dem Außen. Unstabil wird dir reflektiert. Mal ist es super, mal hast du einen Gewinn, mal läuft's klasse, mal läuft's wieder absolut scheiße und du liegst im Bett und bist frustriert und deprimiert. Dein Körper passt sich dem an und du nimmst zu und machst keinen Sport mehr und isst schlecht und so weiter und so fort. Das ist alles so ein Ding, dein Ding. Es gibt nichts, was nicht dein Ding ist. Und deswegen geht es darum, dass du erkennst, es geht nur um dich. Immer nur um dich. Niemals um irgendwelche anderen. Die anderen sind du, das heißt deine Ansicht von ihnen. Und wenn du ein Leben haben möchtest, wo alle die beste Ansicht von dir haben, musst du dir diese beste Ansicht von dir erstmal reinziehen. Und wissen, wer du wirklich bist. Und so ein Standing haben, so auftreten, so dich zu fühlen, egal wann, zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal mit welchen Haaren, egal mit welchen Klamotten, das ist mein Schlaftenü und Outfit. Und ich habe mir tatsächlich heute Morgen, bevor ich das live machen wollte, überlegt, soll ich mich noch stylen, anziehen. Da habe ich gesagt, nein, es ist genau die Message, es ist scheißegal. Gestern habe ich mir Schuhe gekommen, mega geile Heels. Auch das bin ich. Da habe ich mir noch ein super tolles Kleid dazu geholt, es passt perfekt, ich freue mich schon. Ich habe im Februar in Zürich im Schweizerhof, darf ich sprechen? Bam, klar, habe ich Freude dran, mache ich auch, kann ich auch machen. Aber hier ein Live, eine Energy für euch zu delivern,
die euch hilft, die Klarheit zu kriegen und vielleicht aus diesen ganzen Mainstream-Konstrukten, vor allem auch Coachings und Mentorings auszutreten, auszubrechen, wo euch klar vorgegeben wird, wer und was und wie ihr zu sein habt und was zu tun habt und anzuziehen habt und um zu wirken. Dass vielleicht hier endlich reinkommt und sagt, es ist nichts Äußerliches. Meine Schöpfung, mein Leben, meine Kreation, meine Manifestation hat nichts mit den Äußerlichkeiten zu tun. Mit Außen, mit 3D, das kommt danach. Das kommt automatisch. Aber es ist immer da. Ich bin jetzt die gleiche in meinem Schlafoutfit mit Strubelhaaren, wie dann, wenn ich diese Schuhe trage, mit dem Kleid, mit dem Make-up und mit den Haaren dazu. Da fühle ich mich gleich. Ich fühle mich nicht anders. Und darum geht es. Dann hast du deine Energy on point. Wenn du nichts im Außen dazu nutzt, um dir zu sagen, irgendwas ist nicht gut genug, irgendwas verhindert deine Wünsche, deine Träume, deinen Erfolg, dein Geld, deinen Business-Erfolg. Es geht tatsächlich darum, dass du es von nichts abhängig machst, außer von dem, was du denkst über dich und somit über die anderen, über die Welt und das absolute Prinzip der Energie verstehst. Energie lügt absolut nie, nie, nie. Da draußen kann nichts entstehen in der Realität. Du kannst keine Realität leben, die du nicht wählst. Ob du es bewusst wählst, auf Basis deiner Annahmen, deines Mangeldesigns, deines Ego-Designs, deines Denkens, wie du die Welt siehst, oder unbewusst, das ist völlig egal. Du wählst. Und jetzt geht's drum, dass du das erkennst, dass du dieses Prinzip, dieses Divine-Design-Prinzip, ich muss nicht aus dem Mangel denken, ich kann aus der Perfektion, aus der Fülle, aus der Erfüllung denken, weil das ist da. Schöpfung ist beendet. All das, was ich haben möchte, ist ja schon da. Alles, was ich erleben möchte, das gibt es de facto schon. Es ist eine Energie, die da schon ist und durch mich manifestiert wird, so dass ich sie sehe. Andere haben sie durch sich manifestiert, aber das nützt dir ja nichts, wenn du sie nicht durch deine Augen sehen kannst und wenn du nicht sehen kannst, dass es gesehen wird, dass du gesehen wirst. Beobachteraspekt hat so viele Perspektiven, ja? Wir sehen immer dieses Bild von diesem Beobachter, Quantenfeldbeobachter, wo sich dann nachher die Teilchen arrangieren. Aber niemand sagt dir, dass dieser Beobachter, damit dieses Teilchen wirklich eine multidimensionale Form annehmen kann, multidimensionale Perspektiven eingenommen hat. Weil dieses Bild, das du kennst, mit diesen Teilchen, wo die da rausflutschen und hier ist dieser Beobachter, zeigt dir nicht, dass dieser Beobachter aus allen Seiten, Ecken und Enden Perspektiven angelegt hat, so dass hinterher die Teilchen sich manifestiert haben. Und du bist der Beobachter aus all diesen Perspektiven. Und weil diese Perspektiven so vielfältig sind, kannst du für dich das nur multidimensional in diesem Körper, in dieser 3D-Welt quasi in dir selber vereinen, so dass es einfach nur dreidimensional ist. Weil multidimensional schafft dein Hirn nicht. Also ist es deine Identity, also ist es deine Personality, also ist es dein Selbstkonzept, also ist es das, was du bist, was sich dann multidimensional ausdehnt. Und du musst absolut dort sitzen. Mit diesem Bewusstsein, dieses Wissen darüber, wer du wirklich bist, wie du wirkst als energetisches Wesen und nicht als Körper, nicht als Rolle, nicht als Business. Und das ist damit gemeint und damit kriegst du dein Business auch genau dahin, wo du es haben willst. Und so, so viele Hindernisse kommen immer wieder. Von Hatern, von Leuten, die gegen einen sind. Neider hat man und Angst vor Neidern und so weiter und so fort. Habe ich nicht.
Habe ich nicht. Hatte ich. Hatte ich. Hm. Habe ich nicht. Oder dass die Kunden nicht Ergebnisse kriegen können und sich weiterentwickeln und dass es nicht klappt und die Angst und oh, vielleicht sage ich zu viel, verspreche ich zu viel. Habe ich nicht. Warum? Weil ich in dieser Energy sitze, weil ich weiß, wie es funktioniert und ich muss es nur beamen, ich muss es nur sein, ich muss die sein, die diese Kunden hat. Ich muss die sein, die diese Kunden hat, die diese abartigen Transformationen haben. Und die bin ich. Aber nicht, das macht mich nicht toll und das, aber es ist Energy. Du bist es eben auch, ja? Wenn du es annehmen kannst für dich, gibt es keinen Grund mehr zu sein, die, die du sein möchtest und die Ergebnisse und das Leben zu erleben, das du erleben möchtest. Aber ohne diesen absoluten Sitzplatz auf der Spitze dieser Pyramide, wo du ganz, ganz oben sitzt und weißt, dass du hundertprozentig die Energie bist, die alles generiert, ausnahmslos, wirst du dich nicht entspannen können. Wirst du weiter suchen nach Strategien? Wirst du weiter suchen nach dem richtigen Weg? Wirst du weiter suchen? Wie kann ich es haben? Wie kann ich es haben? Wie kriege ich es? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Sag mir, was ich machen muss. Ich mache alles. Wie oft habe ich das gehört? Und dann habe ich gesagt, du musst das Einzige, was du machen musst, ist dir erlauben zu sein, diese Lady zu sein. Immer und überall, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Ohne Wenn und Aber. Egal wer da ist, egal was sich im Außen zeigt, egal in welcher Situation. Nur das musst du machen. Und dann hast du diese wahnsinnig genialen Ideen, Vorstellungen, was du alles noch kreieren und manifestieren möchtest in deinem Leben. Und eben auch in deinem Business. Was du für Angebote, was du für Beiträge, was du, wie dein Business ausgestaltet werden soll, ohne Geld verdienen zu müssen. Weil du weißt, ich bin erfüllt, es ist komplett, es ist eh alles da. Und wenn du davon ausgehst, dass es da ist, dann ist es da. Und wenn ich zweifle, dann gehe ich eben davon aus, dass es nicht da ist. Und wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Und hier dieses Denken, diesen Mindset, diesen divine designten Mindset anzunehmen. Das schaffst du nicht, wenn du dir den reintrichterst, ohne zu wissen, dass du es wirklich bist, dass du göttliches Design bist, dass alle Human Design und Astrologie Aussagen nur so viel wert sind, wie du sie wertschätzt. Und wenn du sie brauchst, um dir Erlaubnis zu geben, gut genug und richtig genug zu sein, kannst du deine Zeit und deine Energie und deine Aufmerksamkeit dahin beamen. Aber du kannst auch gleichzeitig einfach nur verstehen, verdammt nochmal, so funktioniert ja dieses Universum, also kann es ja gar nicht sein, dass an mir irgendwas falsch oder nicht gut genug ist oder dass ich noch irgendwas verbessern muss, sondern ich darf einsteigen in mein göttliches Design und als allerhöchste Perfektion mich anerkennen und daraus wirken und manifestieren. Was ist, wenn nichts falsch an dir ist? Was ist, wenn nichts fehlt? Was ist, wenn keiner eine schlechte Meinung von dir hat? Was ist, wenn alles gut genug und gut und richtig und perfekt und immer noch besser werdend ist de facto jetzt schon? Worauf willst du denn noch warten? Und das Einzige, was dir Zeit frisst, ist dieses Gedankengame, auf das du dich immer wieder einlässt, weil du quasi mit jemandem, mit deinem Ego-Mind, mit deinem Verstand, mit irgendwelchen Ansichten diskutierst, die nicht davon ausgehen, dass alles gut und richtig an dir ist. Und so bist du ja erst ursprünglich, sind wir alle ursprünglich in diesen Schlamassel reingekommen, weil niemand Eltern hatte, die sagten, wow, das genialste, absolut, absolut fehlerfreie Kind hier. Ich muss gar nicht, da ist nichts falsch an diesem Kind. Ich muss nicht irgendwie schauen, dass es besser in der Schule wird, dass es fleißiger wird, dass es mehr Sport macht, dass es bla 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 bla, sondern ich sehe schon vom ersten Moment dieses perfekte Baby. Unsere Eltern haben das nicht gewusst, dass man das machen kann. Weil sie anders
konditioniert waren. Und wenn wir das nicht erkennen und uns davon befreien und sagen, ich muss kein Denken übernehmen, weil das mache ich automatisch, weil wenn ich nicht wie meine Family, wenn ich nicht wie meine Sippschaft denke, dann wäre ich ausgeschlossen und dann kriege ich das Gefühl wie schwarzes Schaf, ja? Und alle, die jetzt das Gefühl hatten, ich war schon immer ein schwarzes Schaf in der Gesellschaft, du hast dich als schwarzes Schaf gefühlt, weil du eben dein Divine Design noch ziemlich aktiv hattest, das niemals den Mangel und das Schlechte sehen wollte und du quasi, ohne zu wissen, dass du gut und richtig bist, weil es dir keiner gesagt hat, dann irgendwann mal Mainstream-Meinungen angenommen hast, um dazu zu gehören, weil du ja glaubtest, dann bist du gut, richtig und sicher. Das ist dieses abgefuckte Ding, was mit uns passiert. Aber das ist nicht schlecht, das ist mega, das ist so gedacht, das ist so gewollt, dass wir rausfinden, wie unser Generator, wie unser Kopf, wie unser Hirn, wie unser Denken die einzige Manifestationskraft hat. Und das ist das Spiel. Du vergisst, hast du auch schon gehört, aus ganz, ganz, ganz vielen spirituellen Ecken hast du gehört, du vergisst, wer du wirklich bist, bist hier da, um dich dran zu erinnern. Das ist Punkt Nummer eins. Und wenn du dich dran erinnert hast, Punkt Nummer zwei, das machen eben die wenigsten und das mache ich und das ist mein Mentoring und Coaching, der Fact, wenn du dich dran erinnert hast, dann musst du lernen, wie dieses Wesen, dieses Divine Design Wesen denkt, dementsprechend fühlt und handelt. Und solange du noch ein Thema hast mit Emotionen regulieren und was weiß ich, zentrales Nervensystem, was da alles jetzt so die gängigen Dinger sind, dann bist du es halt nicht. Dann bist du es halt noch nicht. Und wir werden immer wieder Ego Design Menschliches haben, solange wir in diesem Körper sind. Aber es geht darum, es zu managen und nicht die Straße ins Nirvana wieder abzugaloppieren, wo alle reiten, sondern leading edge, wie Abraham Hicks sagt, und in diesem Divine Design, und sie nennt es halt Inner Being, das heißt, ich habe diese innere Kommunikation, weil ich muss diesen Divine Design Seinszustand vollkommen verkörpern und nicht so, dass da irgendwo ein Inner Being ist, das in mir wohnt, sondern ich bin dieses Being. Ich bin dieses Divine Design Being. Ich bin the one and only, da ist nur der One. Ich. Nicht Ego-Ich, sondern Divine Design I am. Ich bin ich. Absolut. 100%. Ohne Wenn und Aber. Und genau das bedeutet es, diesen zweiten Schritt umzusetzen, immer wieder in Bezug in absolut in meinem Businessprogramm, in Bezug auf dein Business. Und es ist so ein krasser Game Changer. Es wird alles anders für dich. Es wird leicht. Du hast nie mehr irgendwie das Problem, du bist überheblich, du bist arrogant oder du sollst es vielleicht nicht machen oder ich soll mich zurückziehen oder ich bin too much. Das kommt dir gar nicht mehr in Sinn und es wird dir nicht mehr reflektiert. Niemand hat mehr die Meinung über dich, weil du nicht jemand bist, der too much ist. Too much? Zu viel? Wie könntest du zu viel sein in einem unendlichen Universum? Die einzige Reflexion, warum es kommt, dass du zu viel bist, wenn die Leute die Vorstellung haben, irgendwas ist zu viel an dir oder du bist too much, kommt nur, weil du tatsächlich glaubst, du könntest zu viel sein. Und was für doofe Vorstellung das ist, in einem Universum, das absolut ist und nicht relativ, kann es kein zu viel geben. Es kann noch kein zu viel geben. Wo soll denn das herkommen, zu viel? Wenn wir absolut denken, dann gibt's kein zu, dann gibt's kein umzu, dann gibt es einfach nur ja, nein, Fact, es ist. Es ist, ich bin. Punkt. Und wäre es denn nicht geil, wenn du da hinkommst? Weil ich kann dir versprechen, ich bin alle Wege gegangen, alle Wege, und mein Divine Design hat immer wieder gesagt, du willst es doch nicht machen, du willst dich doch nicht aufgrinden, du hast doch keinen Bock mehr, so wie du es früher gemacht hast, versucht Business zu machen,
Du willst es doch nicht so. Und dann hat mein Ego-Design, mein Ego-Mind hat gesagt, ja gut, dann musst du halt klarkommen, dass du weniger machen kannst, dass du weniger Geld hast, dass du halt dich zurückziehen musst und dass du nicht so wichtig bist und keine so wichtige Rolle spielst und halt mit weniger Leuten zu tun hast. Und als ich dann meine ganzen Ego-Design, Mangel-Design-Businesses geschlossen hatte und schließen musste, stand ich da und habe gewusst, der Weg bringt mich dorthin, wo ich nicht sein möchte. Kaputt, alt, müde, Schmerz, voll Schmerz, gelähmt, bewegungsunfähig. Nein. Und dann war die eine Entscheidung geil oder gar nicht. Geil oder gar nicht. Und wenn es nicht geil ist, dann will ich es nicht haben. Wenn es mich nicht begeistert, will ich es nicht haben. Wenn es nicht mein ganzes Wesen zum Blühen und Glühen bringt, will ich es nicht haben. Und diese schweren Wege will ich nicht haben. Diese Umzuwege will ich nicht haben, weil ich muss sie nicht haben. Ich muss sie nicht haben, sondern ich kann aus der Energie, die ich bin, eintreten in eine Realität, in der alles schon da ist. Ich kann aus dem Zustand der Erfüllung heraus leben und muss mir keine Sorgen machen, ob ich genug Geld habe und verdiene, weil es ja schon da ist. Und wenn du das begreifst und das tust, was dich so, so sehr begeistert, dann hast du kein Problem mehr. Und dann musst du nichts mehr machen, leben, was du nicht möchtest. Keinen Job, keine Beziehung, keine Freundschaft, keine Reise, nix. Dann machst du das, was dir entspricht. Und du kriegst mehr davon. Aber du musst die sein, die deinem Divine Design entspricht. Grenzenlos, bedingungslos, absolut. Und absolut heißt eben, es gibt keine Ausreden. Es gibt kein, es geht nicht. Es gibt kein, es ist nicht möglich. Und ich weiß, dann heißt es immer, stell dir Fragen, wie kann es gehen, wie kann es gehen, wie kann es besser werden, Access Consciousness und das ganze Zeug. Aber wenn du die Frau bist, die diese Frage die ganze Zeit hat, weil sie glaubt, ich habe es nicht und ich bin's nicht, wirst du Fragen stellen bis an den Samt-Nimmerleins-Tag. Aber wenn du aus diesem Standing heraus sagst, ich bin so geil, es ist alles schon da, ich freue mich zu sehen, wie sich's erfüllt, wie sich's mir zeigt. Es ist überhaupt keine Frage zu stellen, weil es ist ja eh schon da. Es ist nicht in Frage zu stellen, dass mein geiles Leben, mein geiles Business, meine geile Beziehung da ist. Das ist vollkommen außer Frage. Und ich lebe genauso. Und es ist völlig irrelevant, was sich gerade im Außen zeigt, weil es das ist, was deine Identity, deiner vergangenen Identität noch entspricht. Und das muss ich doch nicht halten, sondern du machst diesen Sprung in die Reality, in deine Divine Design Reality, in deine Erfüllung. Und der Sprung passiert in der Energie, in der unsichtbaren Welt, wie Neville Goddard sagt, vertraue der unsichtbaren Welt mehr wie der sichtbaren Welt. Und in dieses Vertrauen musst du reinkommen. Und da kommst du nur rein, wenn dein Verstand versteht, wie es funktioniert. Und du dir von nichts sagen lässt, so geht's nicht. Du musst doch um das zu erreichen, musst du doch das und das und das machen. Und alles sagen, ich habe aber keinen Bock drauf. Dann sage ich, nein, du musst es auch nicht machen. Deine Aufgabe ist, die Frau zu sein, die es hat. Und dann wirst du sehen, dass es einen Weg gibt, der dir super angenehm ist, der dir entspricht. Weil das unendliche Universum und der Weg, dein Kopf glaubt, der Weg ist hart. Dein Kopf glaubt, der ist unangenehm. Dein Kopf glaubt, du musst dafür leiden. Für jede Diät, für jeden Pfennig, lalala, diesen ganzen. Das ist Bullshit. Nichts musst du glauben. Du musst nur sein. Und das üben wir, dass du absolut dir die ganze Sache erlaubst, weil du es ja absolut jetzt schon bist.
Und wenn du dein Business aufs nächste Level bringen willst, wenn man das so sagen kann, auf die nächste Stufe, zumindest dir jetzt diesen Weg erlaubst, dann kann ich dir nur absolut empfehlen, absolut dieses Divine Design High Level, absolut Business Programm. Und es geht um dich komplett und wir fokussieren uns auf dich als Business, aber gleichzeitig natürlich als dich, als Partnerin, als Ehefrau, als Soulmate, als Mutter, gehört alles dazu, weil du ja nur die eine bist. Aber hier geht es darum, dass du hinterher in deinem Business deine Resultate siehst. Während wir natürlich dich als ganze Person zu dieser one and only absoluten einzigen Frau, einzigen Universum, einzigen Kern, Ursprung, Auslöser deiner Welt und natürlich deines Business bist. Und wenn das für dich der Weg ist, weil du weißt, shit, Business ist geil, ich habe tatsächlich oder möchte tatsächlich ein Business, wo ich jeden Morgen aufstehe und mich drauf freue, weil Business heißt nicht, mach mir mal Geld, hey Baby, sondern Business heißt, ist meine Angelegenheit. Und ich bin eh schon absolut hundertprozentig versorgt, weil meine Angelegenheit so geliebt und gewollt und gekauft und genial ist. Darum geht's. Um diesen Mindset. Und das ist nicht ein Mindset, den du da reinsetzt, sondern es ist ein Being-Set. Ich möchte, dass du dich in einen Seinszustand reinsetzt und nicht nur in einen Denkzustand, sondern ein komplettes Ich Bin reinsetzt und von diesem Ich Bin heraus diesen Mindset automatisch generierst. Es ist ein anderer Weg, als wie wenn ich ein Mindset implementieren möchte und ein Ich Bin möchte, sondern ich gehe in diese Welt, in diese Klarheit, in dieses Divine Design über das, was eh schon da ist. Ich muss nichts erfinden, nichts generieren, nichts manifestieren. It's here, it's here, it's here. Dein ganzer Erfolg, dein ganzes Liebesleben, deine ganze Begeisterung ist hier. So, und ich freue mich so, dass ihr da seid. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich hasse es immer, wenn in den Videos alle Namen der Zuschauer vorlesen. Mache ich jetzt nicht, weil ich denke, wenn ich selber nicht leiden kann, wenn dafür Zeit verschwendet wird in solchen Lives, dann tue ich es auch nicht. Aber ich freue mich riesig. Ich liebe euch alle, die ihr da seid, wo ihr merkt, oh mein Gott, so ist es doch. Und nicht, oh, die Patrizia ist so schlau, sondern oh mein Gott, ich bin so schlau, weil ich es kapiert habe, weil ich es ja schon immer kapiert habe. Aber jetzt versteht es mein Verstand auch. Es gibt so viel geile Sachen jetzt in meinem Divine Design Universum, meiner Divine Design Welt, wo ich mich halt jetzt auf den Podest hineinsetze und dich dazu animieren möchte, deine eigene Welt mit diesem gleichen, einzigartigen Prinzip, das wir einfach sind, auch für dich zu generieren. Du kannst nichts anders machen als ich, weil so funktioniert die Welt, so funktioniert unser Leben, so funktionieren Manifestationen. Also, deswegen, es gibt für dich aber die Möglichkeit, da einzusteigen und es wirklich zu lernen, ist Number One, High Level Business Lady, High Level. Trotzdem, wenn ich sehe, was es für Angebote gibt, wirklich günstig, ein absolutes Geschenk mit mir, Seite an Seite dein Business in ein Divine Design Business umzuwandeln. Und deswegen gibt es einen Platz in absolut für diesen Preis noch. Und du kannst mal hier ein bisschen auf Facebook rumscrollen, was du da alles für Angebote kriegst, für welche Preise und auf welchem Ausgangsmindset. Also, wenn dir das absolute Mindset, wenn es dein Ding ist, dann ist absolut dein Ding. Das nächste ist, kauf einfach unbedingt noch dieses Secret Offer. Jetzt sind wir bei 60 Euro bis zum Montag, sind es dann ab Montag werden es 120, weil dann sage ich mehr darüber. Und drittens, dann sind wir auch schon fertig, reserviere dir den 16., 17. Dezember und kauf dir ein Ticket nach Wien. So schaut's aus. Wir treffen uns in Wien. Wir treffen uns alle in Wien und machen eine Divine Design Party vom Allerfeinsten. Kein Retreat, kein Workshop, sondern alles zusammen. Und mein Ziel ist, dass du eine Liebesaffäre mit deinem Divine Design hast. Mich hat damals Dr. Joe Dispenza so gezogen nach Sardinien mit dem Slogan von seinem
einen seinem zweiten, glaube ich, ever 5-Tages-Retreat, a love affair with the divine. Es hat mich so gezogen und es ist mittlerweile, glaube ich, 6 Jahre her. Und jetzt habe ich diese Liebesaffäre. Und es war echt ein Weg. Es war echt ein Weg. Und ich dachte, ich gehe mal kurz nach Sardinien. Und dann komme ich zurück und habe a love affair with the divine. Und ich hatte eine ganz, ganz kurz. Puh, dann ist sie wieder verpufft. Weil ich die nicht war. Weil ich gar nichts wusste, wie das alles funktioniert. Hatte keine Erlaubnisgeber, diese Lady zu sein, die eine Liebesaffäre mit dem Göttlichen hat. Genau. Und das machen wir in Wien. 16. 17. Dezember. Noch vor Weihnachten. Details kommen. Wir sind alles am Abklären, am Organisieren. Ich kann dir nur eins sagen. Schau, wie du da hinkommst. Vielleicht hast du ja auch schon eine Unterkunft. Wir werden am Samstagmittag starten und am Sonntagmittag enden. Wir werden das geilste Wochenende erleben zusammen. Und es wird nicht teuer, es ist kein High-Level-Retreat, sondern es ist ein Fest. Ein Fest. Und wir wollen einfach nur die Kosten decken und that's it. Ich freue mich so riesig auf alle, die kommen und kauf bitte, bitte, kauf das Secret Offer. Und wenn du die Lady bist für absolut, melde dich einfach bei mir. Melde dich bei mir. Es muss passen. Es muss passen. Du musst die sein, die nachher da rauskommt und einfach sagt, das ist die geilste Entscheidung meines Lebens, absolut gegangen zu sein. Weil absolut ist absolut, es lässt kein Wenn und Aber zu. Es will alles von dir, es will nur dich. Ja, also. I see you. Bye.